Skodran Mustafi und Mesut Özil, die beiden deutschen Nationalspieler beim FC Arsenal. So viel Spaß wie im Moment macht es nicht immer. Besonders Özil ist ein Garant dafür, dass es so gut läuft. In der Liga Tuchfühlung zur Spitze, in der Champions League schon weiter. Trainer Arsène Wenger kann dem Topspiel gegen Paris ganz entspannt entgegensehen. Es ist ein großer Luxus, nach 4 Spielen schon im Achtelfinale zu stehen. Letztes Jahr mussten wir bis zum Schluss um den Einzug in die K.O.-Phase kämpfen. Und jetzt können wir unseren Job nach 5 Spielen als Gruppenerster erledigen. Arsenal könnte nach dem 1:1 im Hinspiel schon mit einem torlosen Unentschieden den Gruppensieg klar machen. Es stimmt schon, es hat was von einem Pokalfinale. Beide stehen schon in der K.O.-Phase. Der Gewinner wird aber die Gruppe gewinnen, der Gruppenerste sein. Somit ist es wie ein Finale über 90 Minuten. Wie müssen wir das angehen? Wir müssen sehr ernsthaft an die Sache rangehen, defensiv und offensiv. Beide Seiten werden hinten solide stehen. Paris überlässt das Spiel gerne dem Gegner, so wie wir auch. Für PSG gab es vor dem Spiel gewaltig Unruhe. Abwehrspieler Serge Aurier wurde die Einreise nach Großbritannien verweigert. Grund für die Ablehnung des ivorischen Nationalspielers, die Attacke auf einen Polizisten nach einem Pariser Nachtclubbesuch. Ja, Premier, d'abord, le club il a fait tout le possible parce qu'il... Der Club hat wirklich alles getan, was in seiner Macht steht, um Serge hier zu haben. Jeder Fußballer will bei einer Paarung wie dieser dabei sein. Aber letztlich lag die Entscheidung nicht in unserer Macht. Als Coach habe ich volles Vertrauen in Thomas Meunier und die anderen Verteidiger. Après, j'ai comme entraîneur la confiance que Meunier